Hey, Ingrid. Ob Thor tot ist? Dachtest du, du könntest den Gott des Donners besiegen? Ja, ich sollte zu Thor zurück. Natürlich. Ich gebe es zu, es hat Spaß gemacht. Als ich fertig war, türmen sich bergeweise Leichen auf, umgemäht wie Weizen. Die Lava vermischte sich rund mit dem Flutwirken. Großartig! Hilfst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Warum dauert das so lang? Glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Ich glaube, du hast recht. Thrud wäre begeistert. Sie würde sich zumindest besser schlagen als du. Zeit tun können. Du schienst mir doch ganz gut klar zu kommen. Ich habe dir vertraut. Und wohin jetzt? Ich sehe nach. Wir müssen wohl durch dieses Tor. Tor? Nicht beeindruckend. Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Verdammt! Kleiner Tipp. Deine Hand in Lava zu stecken, fühlt sich nie besonders gut an. Ich hab nicht nachgedacht. Gut. Das ist auch besser. Na gut, verschwinden wir. Oh.
Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Und ich werde auch dich mit Freuden töten. Was hast du getan? Loki. Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen. Ohne, naja, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team. Oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldur. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ganz genau. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Übersetze das hier. Und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Drachenschädel in der Bibliothek. Ganz normal. Ist das nicht ein Instrument aus Hellas? Könnte Tyr mitgebracht haben. Wie viel Zeit verbringt er mit Lesen? Bin ein bisschen neidisch. Gut, komm mit, Rubin. Ist das alt oder müssen ihn die Maler jung malen? Hey, du bist zurück. Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall.
Ich bin nicht begeistert. Dachtest du, das wäre ich? Naja, es ist ein ziemlich... Ich rege mich nicht auf. Ich bin besorgt. Du weißt, dass ich etwas anderes für sie will. Du willst nicht, dass sie ein Schwert hat? Es geht nicht darum, ein Schwert zu besitzen. Es geht darum, wofür sie es benutzt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, tue ich. Und das wünsche ich ihr auch nicht, verstanden? Mach dir keine Sorgen. Sie ist sehr klug. Klüger als ihr Vater. Naja. Wenn du recht hast, hast du recht. Also, das war ein komischer Tag. Ja, genau. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja? Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, wie sie uns sind das... Sie sind die Meuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber... deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Nornen.
Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile? Ich wollte dem Jungen nur helfen, Antworten zu finden und habe versagt. Welche Rolle spiele ich jetzt bei all dem? Tyr, du stehst im Mittelpunkt des Geschehens, das hast du schon immer. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst eingesperrt. Er hat Angst vor dir. Das bezweifle ich stark. Es ist die Wahrheit. Und nicht nur wegen der Prophezeiung. Niemand hat die Welten je so vereint wie du dereinst. Aber dieser Tyr bin ich nicht mehr. Ich weiß, dass du dich jetzt so fühlst. Ich habe mich auch schon mal verloren. Mehr als einmal. Aber glaub mir, es gibt noch mehr als das. Und das wäre? Bestimmung. Die Bestimmung ist der Weg, der dich zu dir selbst führt. Du willst also, dass ich mein Schicksal annehme? Deine Armeen in den Krieg führe? Deine Rache ausübe? Wenn die Sicherung unserer Gerechtigkeit nicht deine Bestimmung ist, dann finde eine andere, um deiner selbst willen. Tut es weh? Oh, das? Nur wenn ich mich sorge. Wie käme Atreus nach Asgard? Tut mir leid, aber da müsstest du Odin fragen. Er kontrolliert jeden einzelnen Pfad. Ich weiß, wie sehr du unsere Sachkenntnis in solchen Dingen schätzt. Daher ist das sicher enttäuschend. Er ist uns einfach einen Schritt voraus. Warte mal! Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Nidauger, ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugers Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar. Einfach furchtbar. Atreus ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Wir sollten mit einem Schlitten zum See fahren. Midgard, wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. Hierher. Aus! Sie ist eine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst.
Sobald die Wölfe die Fährte der Normen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämmt? Das sind Wölfe. Und verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen, Fey selbst, hatten unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen und gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein. Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Fey hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden.